Hallo meine Lieben, Natascha hier mit einem neuen Video für euch. Wie ihr seht, sind wir wieder in meinem Planer unterwegs und heute habe ich eine neue Wochendeko für euch. Hier, das ist Kalenderwoche 9 vom 28.02. bis zum 6.03. Ja, ich muss sagen, die letzten Wochen waren schon irgendwie anders und irgendwie auch hart. Ich hatte auch zwischendurch Phasen, wo ich überhaupt total unkreativ war und mich gar nicht irgendwie in die Richtung bewegen wollte. Ich habe bei Instagram und bei Facebook verfolgt, dass andere inzwischen auch sehr viele Karten zum Thema Krieg in der Ukraine einfach sozusagen unterstützende Karten im in Ukraine-Farben blau-gelb gemacht haben. Ich hatte erst auch überlegt, mache ich eine Karte oder zwei oder eine Serie? Und dann habe ich mir gedacht, wie viel Sinn macht das denn? Also ich meine, wir können schlecht diese Karten an die Ukraine senden. Die Leute da haben eine ganz andere Sorgen als wir. Und wir machen uns zwar Gedanken, aber wir können das Ganze alles gar nicht nachvollziehen, was da passiert. Ich möchte auch nicht zu sehr politisch werden. Ich möchte euch zeigen, wie ich das Ganze jetzt in meinem Planer umgesetzt habe. Ich habe mich halt an das Thema Blau und Gelb gehalten und ich habe mir einen Digi-Stempel gekauft. Dieser ist von Gina K. Designs. Es ist ein USA-Unternehmen, ein kleines Stempelunternehmen, was wiederum aber auch sehr viele Sachen verkauft. Und die haben zu der Aktion Ukraine-Hilfe halt einen bestimmten Digi-Stempel rausgebracht für 3,99 $. Da habt ihr das Motiv, was ich jetzt auch in der Wochendeko verarbeiten werde, und Sprüche dabei. Der ganze Erlös, also komplett der ganze Preis, den ihr bezahlt, wird dann gespendet. Und diese Aktion wollte ich halt unterstützen, deswegen habe ich da mitgemacht. Und ja. Wie gewohnt geht es los mit diesmal einem blauen Gelstift. Ich zeichne mir die Wochentagfelder vor und rahme die noch anschließend ein. Hier seht ihr, dass ich mir einen Schmierzettel wieder genommen habe, um das Ganze nicht zu verschmieren. Trotzdem hin und wieder passiert das ja, dass man an gewissen Stellen zu viel von der Tinte überlässt oder so einen Fleck setzt und das kann durchaus auch mal verschmieren. So, da sind wir soweit schon mit durch. Hier zeige ich euch meine Schablonen. Die habe ich aus Laminierfolie selbst gemacht. Ich habe einfach Stanzen, also runde Stanzen, durchgekurbelt und damit mir Schablonen selbst gemacht. Hier nehme ich die magnetische Platte von Nelly Snell zu Hilfe und die Stempelkissen von Action und fange mit dem größten Kreis, den ich habe. Und färbe den mit meinen Blending Brushes ein. Da seht ihr zum Beispiel, dass das ein bisschen verschmiert ist. Aber mein Gott, ist nicht so tragisch. Ich gehe so ein bisschen nach dem Prinzip, wo möchte ich denn meine Kreise haben? Am besten nicht da, wo ich unbedingt schreibe. Dann habe ich mir den kleineren Kreis genommen und jetzt mit einem metallischen Gelbton oder Orangeton, wie war das denn nochmal? Metallic, ja, Nummer 40 ist das. Setze ich mir kleinere Kreise. Das magnetische Lineal ist total praktisch. Es hält eure Schablone fest und so könnt ihr dann sozusagen eine zusätzliche Hand benutzen. Zwischendurch, wenn ihr die Farben wechselt, die Blending Brushes immer gründlich sauber machen. Ich schrub die dann an meinem Mikrofasertuch ab und ich habe mich entschieden, hier nochmal einen größeren Kreis in hellerem Gelb zu setzen. Ja, ich fühle das quasi so ein bisschen aus, so wie es meinem Auge gefällt. Jetzt nehme ich meine kleinste Schablone und ich dachte, ich nehme auf jeden Fall noch Blau mit rein. Auch schon hierbei habe mir die Nummer 6 rausgepickt und ein Stempelset von Action.
Da habe ich mir gedacht, ich könnte diese Herzen, also es ist eine Art Hintergrundquadrat, direkt stempeln in Blau und damit diese Schablone quasi ausfüllen. Das Loch der Schablone. Was ich nicht bedacht habe an dieser Stelle, ist, dass ich ganz schön viel Druck ausüben muss und die selbst die Laminierfolie gar nicht so dick ist, reicht schon aus, damit der Stempel keinen Kontakt zum Papier hat. Das Ganze wieder verworfen und in meine Stempelhilfe umgestellt. Die Stempelhilfe hat ja so eine Schaumeinlage und das gibt dem Ganzen noch ein bisschen die Möglichkeit, auch in das Papier zu drücken. Das heißt, ihr drückt von unten noch ein bisschen dagegen und da hat es halt funktioniert. Und das habe ich halt mehrmals wiederholt. Ich habe mir mehrere von dieser Kreise gestempelt. Natürlich müsst ihr ja auch aufpassen, dass ihr dann nicht außerhalb der Schablone Tinte auftragt. So, die linke Seite natürlich auch. Da muss man schon ein bisschen mit Druck arbeiten. Also da habe ich wirklich ziemlich viel Gewicht auflegen müssen. Aber ich war froh, dass meine Idee, die ich vorher hatte, auch funktioniert hat. Bisschen zwar mit Druck und Arbeit, aber es klappte. Jetzt natürlich Stempel sauber machen. Das war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich den benutzt habe. Und wie man sehen kann, ist er schon leicht eingefärbt. Aber das ist ganz normal bei Clear Stamps. Der eine färbt schlimmer als der andere. Es kommt auch noch auf das Stempelkissen an. Ich habe noch so viel Farbe auf meiner Schablone über gehabt, da habe ich mir gedacht, warum die Farbe abwischen und verschwenden. Wir können ja dann wieder zurück auf unsere Seiten gehen und die Farbe einfach ins Papier wischen. Ich fand es interessant, auch dass ich zum Beispiel bei den gelben Stempelkissen gar nicht diesen Effekt so hinbekommen habe, wie jetzt zum Beispiel hier. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie ja mit Airbrush, also total schön. Ich fand das sehr interessant, dass die dunkle Farbe so viel ja mehr hermachte als jetzt dieses Gelb. Ich muss auch sagen, Gelb ist auch nicht wirklich meine Farbe, aber bei diesem Thema habe ich mir gedacht, okay, machen wir einfach mit. Mir war das alles noch ein bisschen zu nackig und dann habe ich mich entschieden, ein paar Blätter noch zu stempeln und habe mir von Gina K. ein Stempelset aus einem Kit, was ich mir bestellt hatte, rausgepickt. Stitched Flowers Stamps. So heißt das Set. Und ja, ich habe das Ganze in Grün gestempelt. Dafür habe ich das Nouveau Hybrid Dried Oregano verwendet und hier und da ein paar, ja, Ranken kann man sagen und einzelne Blätter gestempelt. Hier kommen die einzelnen Blätter zum Einsatz. Und das Ganze natürlich auf der rechten Seite wieder wiederholen. Da habe ich auch kein System. Also ich habe einfach geguckt, wo ich das schön fand. Wiederholung ist immer toll, deswegen auch die Blätter nochmal gestempelt. Dann natürlich sauber machen und wieder wegräumen. Auch das Herzstempelset habe ich noch auf dem Tisch liegen gehabt. Das habe ich jetzt weggeräumt. Hier sind die Blätter. Und ja, das ist jetzt das Stempel, was ich, der Digestempel nicht gemeint habe. Ich habe den verkleinert, dass er auf meine DIN A5 Karteikarte passte und habe den halt hier einmal einen Spruch ausgestanzt und mit einer Stanze habe ich mir dann auch das Motiv zurechtgeschnitten. Ich finde es halt schöner, wenn es in Form ist. Ich hätte auch natürlich einfach
drumherum ausschneiden können. Nur diese Arbeit habe ich mir diesmal einfach erspart. Ich habe eine Wortstanze von Gina Kay, die ja, sagt das Wort Peace aus, und eine dazu passende Shadow-Stanze. Das heißt, ihr stanzt etwas Schatten drumrum. Das Peace habe ich aus starkem Tonkarton gestanzt und das Shadow-Ding habe ich jetzt aus Transparentpapier. Ich weiß nicht, also mir gefällt es ganz gut. Also die Stanze an sich ist total filigran und trotzdem lässt sie sich super aufkleben und stanzen. Hier nehme ich wieder Tiki-Glue und setze mir dann kleine Punkte an den Linien und kann das dann anschließend auf das Transparentpapier kleben. Da musste ich ein bisschen den letzten Bogen quasi ausrichten, damit das halt mittig sitzt. Dadurch, dass halt so fein ist, ist das gar nicht ohne. Ja, hier seht ihr mein Kreativ-Zeitlos-Stempelset und auch Wochentage. Wie war das denn nochmal? Von Krealis, genau. Deutsche Wochentage. Hier ist Labelpapier. Und ich fange erstmal mit Woche 9 an. Dazu stempel ich mir die 9 in demselben Blauton, den ich vorhin auch benutzt habe, um zu wischen und zu stempeln. Dann wird natürlich die 9 wieder sauber gemacht. Und Woche. Auch die habe ich in Blau gestempelt und erstaunlicherweise hat es diesmal auch tatsächlich geklappt, dass ich es mit dem ersten Abdruck super sauber hingekriegt habe. Das ist ja nicht immer der Fall. Und da mir das so gut gefallen hat in dem Blau, habe ich mir gedacht, ich mache die Wochentage diesmal auch in Blau. Mal was anderes. Kein Grau, kein Braun, kein Schwarz. Passend halt zu dem Gesamtbild. Ich muss schon sagen, manche Tage bin ich mutiger. Manche Tage klappt es auch tatsächlich beim ersten Abstempeln. Und manche Tage, da fluche ich, weil irgendwas sich verschoben hat oder sonst irgendwas. Trotz Magnete und Festhalten und keine Ahnung was, ist es immer trotzdem die Gefahr da, dass das irgendwie nicht so hinhaut. Auf der Stempelplatte sind auch kleine Elemente, wie zum Beispiel diese Herzchen. Einmal eine Art Herzkontur und einmal ein komplett ausgefülltes Silhouettenstempel in Herzform. Die habe ich jetzt genommen und an die Wochentage gesetzt. Ja, in Abwechslung einmal offenes Herz, einmal geschlossenes Herz und habe die in Gelb gestempelt. Gelb ist natürlich eine sehr helle Farbe, also ich weiß nicht, wie weit ihr das alles erkennen könnt, aber auch das hat wunderbar geklappt. Und da werde ich später meine Wochentage eintragen. Ich kann sie sozusagen zusammen mit den Wochentagen ausschneiden und habe dann einen Sticker. Für Woche 9 habe ich gedacht, am einfachsten mache ich mir das, indem ich das ausstanze. Dafür benutze ich den Ecke-Stanzer in 1 Viertel Zoll. Ja, und die Wochentage, die werden ausgeschnitten von Hand. Aber ich meine, ich trenne sie jetzt zwar im Bild, aber das richtige Ausschneiden mache ich außerhalb der Kamera, weil es einfach zu lange dauert. Ich habe mir ein paar Washi-Tapes geschnappt und habe mir gedacht, vielleicht wäre mal wieder an der Zeit, Washi-Tape mit einzuarbeiten. Hier seht ihr das ausgestanzte Digi-Stempel-Motiv, den Spruch und meine Peace-Stanzung. Bevor ich Peace aufklebe, habe ich gedacht, ja gut, wenn wir schon das Washi-Tape auf dem Tisch haben, müssen wir das auch benutzen. Und habe das über den Spruch geklebt. Und einmal, wo ich denke, das Motiv sitzen wird, einmal am rechten Rand. Und dann noch ein bisschen mit Blau. Und jetzt klebe ich meine Stanze drauf. Oder meine Stanzung.
ein Acrylblock oben drauf, damit das Ganze ein bisschen Gewicht von oben hat und Zeit hat zum Kleben. Bei dem Motiv habe ich jetzt noch ein bisschen mehr Washi-Tape drumherum gesetzt und ein bisschen mit Washi dekoriert. Wie ihr seht, benutze ich selten kompletten Streifen, also gerade diese breiten Washi-Tapes zerreiße ich in der Mitte. Hier habe ich sogar bei dem dünnen Blauen gemacht, um ja den Stil nicht zu brechen und das Ganze zu wiederholen, was ich vorher schon gemacht habe. Jetzt wird das Motiv aufgeklebt. Dazu benutze ich wieder mein Tacky Glue. Im Planer ist es halt anders arbeiten jetzt, als jetzt auf eine Karte. Also da muss man wirklich relativ flach arbeiten. Deswegen Labelsticker sind da schon super. Oder Labelpapier, da könnt ihr eure Sticker halt selber draus machen. Die bleiben schön flach. Hier verteile ich meine Wochentage und klebe sie nach und nach alle auf. Da ich die Woche relativ spät gestaltet habe, werde ich wahrscheinlich da auch nicht viel eintragen. Die Woche ist ja schon gelaufen. Aber ich wollte das einfach in meinem Planer haben. Der Planer ist halt etwas, ich bastle was für mich. Ich verschicke es nicht, ich verkaufe es nicht, ich gebe es nicht weg. Das bleibt zu Hause bei mir. Und je nachdem, wenn ich natürlich in der aktuellen Woche mich befinde, trage ich natürlich meine Termine, meine Zeiten. Das, was ich geschafft habe an dem Tag, teilweise was ich gegessen habe oder gekocht habe, das ist halt etwas, wo ich mich dran erfreue. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Ganze kolorieren. Ich habe mir wie gewohnt meine Distress-Drehinker rausgeholt und angefangen auszumalen und dann festgestellt, das geht ja gar nicht. Ich bin in letzter Zeit sehr viel im Aquarellpapier unter oder mit dem Aquarellpapier ich habe auf Aquarellpapier koloriert und das verhält sich halt absolut anders als jetzt Karteikarte und ich war so unglücklich mit dem Ergebnis hier, dass ich die weggepackt habe und tatsächlich meine alten geliebten Aquarellfarben, also Aquarellstifte rausgeholt habe und habe dann angefangen von der Spitze die Farbe abzunehmen und damit zu kolorieren. Und erstaunlicherweise ging das wesentlich besser, weil das nicht sofort in so ins Papier eingedrungen ist. Und da habe ich gedacht, okay, Karteikarte, da sind wir wohl mit Aquarellstiften besser beraten und fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Es kommt halt immer aufs Papier an und das macht wirklich sehr viel aus. Und ich kann auch mir vorstellen, warum viele Leute so frustriert sind, wenn sie dann sehen, oh, da koloriert einer und das sieht total klasse aus, haben aber nicht dasselbe Papier zu Hause oder Papier, was halt von der Qualität vielleicht etwas anders ist und sich anders verhält. Also bei Wasserfarben oder Aquarellfarben oder wie jetzt mit den Reinkern, selbst mit den Aquarellstiften. Es geht nichts über Aquarellpapier, aber auch da muss man bedenken, Digi-Stempel, ich kann den schlecht auf Aquarellpapier ausdrucken. Da bin ich leider eingeschränkt, da muss ich auf Karteikarte drucken. Ich habe das ausprobiert und das Papier von, ich glaube von Action, das ist ja in DIN A4 Größe und weiß, aber es ist strukturiert. Das heißt, irgendwas druckt nicht richtig und das ist frustrierend und Karteikarte ist halt flach und gerade und das funktioniert damit ganz gut. Aber wie ihr seht, hinterher habt ihr dann Probleme beim Kolorieren oder ihr beim Wasser aufnehmen. Also ich meine, es hat irgendwie funktioniert. Ich war am Ende dann auch halbwegs zufrieden mit der Koloration. Aber wenn ich dann wirklich Zeit habe, um etwas auszumalen oder wirklich einfach nur mich hinsetze und eine Karte bastle oder ähnliches, greife ich dann tatsächlich lieber zu meinen Stempeln. Ich habe über die Jahre auch viele Stempelabdrücke geschenkt bekommen und so weiter und so fort. Und die landen meistens auch in der Schublade, weil ich mir da nie sicher sein kann, mit welchem Stempelkissen wurde dann gestempelt. Kann ich denn jetzt da mit Wasser dran gehen? Verwischt mir das Ganze oder nicht? Naja, das Gute
beim Video bearbeiten. Es geht alles so viel flotter. Ich glaube, ich habe für die Wochengestaltung bestimmt 2, 3 Stunden gesessen. Das möchte man natürlich keinem antun, deswegen finde ich diese beschleunigten Videos ganz, ganz nett. Ich kann euch was dazu erzählen. Ihr könnt auch sehen, was ich mache. Ich wechsle ja die Farben zwischendurch und jetzt wird das Ganze noch ein bisschen ausgearbeitet, ein bisschen Feinheiten Feinheiten ausgearbeitet in Braun zum Beispiel in dem Fall. Und ja, ich setze ein bisschen Schattierung, definiere das Ganze und ich glaube, zum Schluss kommt noch ein bisschen Schwarz zum Einsatz. Und dann ist die Koloration soweit auch fertig. Ich male nur noch mit dem Schimmerstift von Nuvo einmal die Mitte der Blume aus, damit sie ein bisschen, ja, glitzert. Ja, und da sind wir schon ziemlich durch. Also das war's von meiner Seite. Ich trage natürlich die Wochentage ein und die Wochenlänge mit meinem gewohnten Friction. Hier hatte ich Probleme, irgendwie malte der nicht und dann dachte ich, okay, vielleicht ist er jetzt schon wieder leer gelaufen, aber war dann doch nicht. Und wie meistens muss ich dann auch da immer übereinander schreiben, das heißt zweimal, damit man das auch wirklich sehr gut lesen kann. Alle Infos zu den Materialien, die ich benutzt habe, findet ihr in meiner Infobox. Also ich werde euch den Digitalstempel verlinken. Alles andere verlinke ich nicht. Schaut, was ihr davon haben wollt und ob ihr euch das wirklich kaufen wollt, weil ich sage immer, benutzt das, was ihr habt. Ihr müsst nicht ständig alles kaufen, ihr müsst auch nicht immer alles das benutzen, was andere benutzen. Versucht es einfach in eurer Art umzudenken oder mit euren Sachen neu zu interpretieren. Ja, dann würde ich sagen, bis bald und tschüss.